Wärme. Liebe ist zusammenhalten, füreinander da sein, bedingungslos sich fallen lassen. Meine Tochter, Geoffrey. Liebe bedeutet für mich das bedingungslose Für- und Miteinander-Dasein. Man ist eine Einheit. Und das untermauert eben einfach diese Liebe. Ja, das war eigentlich von Anfang an klar, dass das die Frau ist. Sie ist ein unglaublich warmherziger und großartiger Mensch. Und liebt mich so, wie ich bin. Und ich kann so sein, wie ich bin und wer ich bin. Und das macht sie sehr, sehr besonders. Ich habe ihn geheiratet, weil ich der Meinung bin, dass er genau der Richtige ist für mich und der Deckel auf dem Topf, oder wie sagt man da so schön? Und weil er einfach mich ergänzt und mir die Ruhe gibt, die ich nicht habe. Und ich mit ihm genau das machen kann, was ich gerne mache und noch nie vorher erlebt hatte, irgendwie, dass ich mich so fallen lassen kann. Ich kann Geoffrey anrufen und sagen, du, mir fällt gerade ein Lied ein, so ist es. Und ich komme heim und er spielt es mir auf der Gitarre vor. Da könnte ich da mich dran ergötzen an sowas. Also das ist schön. Das sind so Momente, wo oder wie er unsere Tochter hält oder wie, das ist einfach, ich glaube nicht, dass es, nee, ich weiß, dass es das nicht nochmal gibt. Meine Frau hat mich und mein Leben eigentlich einmal komplett auf den Kopf gestellt, zum Guten. Mir war wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass ich mich für ein Leben mit Hilke entscheide und für sie als meine Partnerin, als meine Frau. Also es wäre für mich auch nicht ohne gegangen. Irgendwann kommt der Punkt, wo man dann sagt, wir unterstreichen jetzt noch unsere Liebe und auch die Verantwortung unserer Tochter gegenüber und auch uns gegenüber einfach. Er ist der beste Vater, den man sich vorstellen kann, auf jeden Fall. Und ja, er ist mein Mann, sonst hätte ich ihn nicht geheiratet. Und du bist das Beste, was mir je passiert ist, und ich weiß, dass wir alles schaffen werden gemeinsam.